Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns in diesem Preview mal den neuen WZ-132-1 an. Ja, auch einer der neuen Tier 10 Lights, die ja kommen. Karte ist Windsturm und wieder mal ist es ein Video vom russischen Testserver, denn da sind die Replays schon alle hochgeladen, was irgendwie leider im europäischen Bereich nicht der Fall ist. Ist aber, glaube ich, kein Problem, weil wichtig ist ja nur, was man sieht. Was haben wir im Durchschlag? 246 mit 390 Schaden und 280 Durchschlag mit 390. HE wäre natürlich auch noch vorhanden, aber er hier spielt ohne. Er hat hier die Standardverbrauchsgüter, beziehungsweise die großen drinnen. Und hier die Kampfrationen auch am Start. Also von dem her ist alles möglich. Jetzt kommt ja schon der erste Panzerkampfwagen Rheinmetall daher, aber der ist recht schnell schon direkt raus. Der hat es nicht lang ausgehalten hier in der Runde. Der wollte wohl nicht länger. Wir sehen hier übrigens auf dem T100LT einen Stun, deswegen diese 4-Sekunden-Anzeige und auch auf dem E5 daneben war auch sowas. Und auch hier die Mobilität. Endgeschwindigkeit 65 km/h bei dem hier. So. Und hier die Badget, die wird jetzt aufs Horn genommen. Und jetzt der FV. Und da sieht man halt, wie schnell die Panzer in Tritt kommen. Knapp unter 8 Sekunden ist übrigens die Reload-Zeit für alle, die sich fragen, wie lange lädt denn das Ding überhaupt? Also da müsst ihr so knapp 8 Sekunden warten und dann ist es auch am Start. Der FV, der bekommt hier mal richtig auch schon ein auf den Deckel und da ist er jetzt auch schon raus. Schon die ersten 2000 Damage und jetzt hier kommt der nächste daher, der TVP. Und da sieht man wieder, warum die Lights so stark sind, weil sie wirklich einfach wahnsinnig agil sind, einen guten Reload, einen tollen Durchschlag haben. Und jetzt weiß ich auch, dass Quickie gesagt hat, ja, aber die Sichtweite ist scheiße. Man darf aber nicht vergessen, dass Lights natürlich in der Fahrt einfach keinen Tarnbonus verlieren. Das heißt, in der Fahrt ist man genauso getarnt wie in der Bewegung auch. Und deswegen, klar, ist er als passiver Spotter dann vielleicht schlechter als andere Panzer. Aber als aktiver Spotter durch diese Agilität, da sind sie einfach phänomenal sogar. Und hier hat es halt ihn richtig was gekostet, diese Kollision. Da wollte er unbedingt schnell runter. Aber das würde ich jetzt bitte nie vergessen. Und auch wenn es jetzt dreist klingt, aber macht doch euer besten selbst ein Bild. Und denkt nicht aufgrund von Replays oder Meinungen oder Streams, die ihr seht, das ist jetzt in Stein gemeißelt. Auch ich zeige hier wirklich nur so richtig Knallerdinger. Dass man natürlich auch mit dem Panzer... Oh, sehr schön übrigens hier der Brand. Das kostet den mal richtig, den Type 5 Heavy. Und Wahnsinn. Fast komplett abgefackelt. Und da ist er jetzt auch schon durch. 5260 Damage in gerade mal 3 Minuten. Und natürlich auch meine Replays, die sind wirklich die Creme de la Creme an Damage. Da muss man nochmal sagen, das ist nicht immer der Standard. Aber es zeigt zumindest, die Dinger haben Potenzial. Und man sollte sie nicht verteufeln, bevor man sie nicht überhaupt mal selbst Hand angelegt hat. Das will ich damit nur mal sagen. So, jetzt hat er hier ein bisschen Probleme mit dem STRV 103B. Der ist natürlich auch nicht so einfach zu knacken. Er hat schon schön auf die richtige Stelle geschossen. Wenn man drauf schaut, links oben auf die Kommandantenkuppel, da klappt es immer gut. Aber es ist halt auch nicht ein ganz einfacher Hit. Also diese Panzer sind definitiv nicht so ganz leicht von vorne zu durchschlagen. Obwohl sie nominell kaum Panzerung haben. Für Artis ganz lecker Schmecker-Snack sind, aber für andere Panzer durchaus ein großes Hindernis bedeuten. So, der Panzerkampfwagen 7 hier unten war gerade gestunt. Gun Depression sieht man, hatte hier ein bisschen Probleme. Aber mit Auto-Aim und Auslutzen der Karte funktioniert das auch. Und jetzt hier seitlich auf dem Turm natürlich. Da kommt man auch beim Panzerkampfwagen 7 super durch. Muss jetzt aufpassen auf den Sheridan da drüben. Aber der stellt sich gleich mal aufs Dach. Und da gibt es noch einen gleichen zweiten Sheridan, der danach zieht. So, vielleicht noch eine Trollaktion. Ich werde jetzt hier einfach draufgesprungen. Oder gerammt.
Aber in dem Fall hat er es so gemacht. Auch hier wieder ein bisschen Schaden sich zugezogen. Kette ist lose, aber egal. Und da ist die Runde nämlich auch schon beendet. Die Runde hat gerade mal 4 Minuten 40 gedauert. In der Zeit hat er 6202 Schaden an den Mann gebraucht und auch 1172 unterstützt. Zeigt einfach, dass mit dem Panzer durchaus was möglich ist. Und wie gesagt, mein Appell an euch, macht euch selbst ein Bild, schaut vielleicht mehrere Streams an, wo jemand länger mal auch diese Panzer spielt und geht nicht nach einer Person oder nicht nach zwei, sondern macht euch da viele Meinungen und versucht einfach so gut es geht, da euch ein Bild zu machen. Ja, das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Euer Alcaramba.